So, willkommen zurück bei Dishonored 2, die Maske des Zorns. In der Kanalisation. Und wir wollen erstmal auf jeden Fall zum Schwarzmarkt. Denn wir haben tonnenweise Geld, glaube ich. Wird das hier irgendwo angezeigt, wie viel Geld wir haben? Runen, Knochenartefakt. Apropos. Wie sieht's denn Knochenart? Hilfe! Okay, wir haben einiges zu tun hier. Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Aber nicht jeder kann am Festtisch sitzen. Ja, unser Herz ist wieder Hier spricht der grundweg Herzog von optimistisch. Kronos. Wer sonst sollte das sein? Unsere Brücken würden zerfallen. Die Leute würden unsere Städte verlassen. Aber beim Blick aus dem großen Palast weiß ich, dass das Lügen sind. Zerkonos ist ein Land der Reichtümer. Ja, manche Menschen sind arm, weil sie faul sind. Und es stimmt, dass sie unsere Hauptstadt verlassen. Ist da jemand? Ist da jemand? Ach du Scheiße, ich dachte, ich wäre hier in freundlichem Gebiet. Hallo. Okay, ich dachte, ich wäre in freundlichem Gebiet. Sorry. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Hallo. Ich biete absolute Diskretion. Na, das klingt doch nach einem Shop für mich. Dann zeig ich mal her. Sie haben sowas Vertrautes? Ich war ziemlich lange weg aus Kanaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug, so eins, das die Garde benutzt. Keine Fragen, klar? Ja, Sir. Aber ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Es kommen ein paar Leute, die haben nicht gerade gute Manieren. Na, Sie wissen schon. Paolo kommt gleich vorbei. Dann bis später. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Man sieht sie, wenn sie jetzt gehen. Verstecken Sie sich. Wir machen dann danach Geschäfte. Man sieht sie, wenn sie jetzt gehen. Verstecken Sie sich. Machen dann danach Geschäfte. Genau. Verstecken Sie sich. Er meint, Scheiße bauen zu müssen. Schon wieder zu weg. Ich brauche 8 neue Messer, kurze Klingen. Das gute Zeug. Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Was passiert, wenn ich die zu... ups, wenn ich die betäube? Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das war deine Chance. Er ist weg. Was ist passiert? Wenn Sie nicht zur Garde gehören, bin ich gern zu Diensten. Willkommen. Sie scheinen einen ausgewählten Geschmack zu haben. Was mache ich mit denen hier? Wer war Paolo? Hier binde die irgendwo fest, die Vollidioten. Aber wer war das? Ich schlafe meistens im Laden. Die Stadt ist nicht sicher. Stechende Bolzen lässt einen Gegner fliehen und nimmt ihn die Erinnerung. Zwei neue Verbesserungen erhältlich, okay.
Ausrüstung. Erstmal Schlüssel zum Aufschließen des Kartenhäuschens. Jemand hat einen betrunkenen Wachmann, der die Station bewachen sollte, den Schlüssel zum Kartenhäuschen abgenommen. Schließe damit das Häuschen auf, um Erinnerungen, um die Einnahmen zu stehlen, wenn du die Garde umgehen kannst. Okay. Also erstmal kaufe ich ein Kabelwerkzeug. Ein gutes Geschäft. Danach Verbesserungen. Ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Verstärkter Bolzen, Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen, stechender Bolzen. Das habe ich schon, okay. Nachladegeschwindigkeit, schnelles Nachladen, erhöhte Bolzenreichweite, das Ziel und die Treffergenauigkeit der Armbrust wiederholt. Theoretisch müsste ich mir das eigentlich alles kaufen können. War mir eine Freude. Ja, das kann ich mir alles kaufen. Sie werden es nicht bereuen. So, und jetzt stecke ich den Rest, was ich habe, in Betäubungsbolzen, beziehungsweise, wie viel kostet das Art? 400, das habe ich nicht. So. Ich hoffe, Sie schauen mal wieder vorbei. Ja, doch. War nett. Willkommen zurück. Ich frage mich aber, wer dieser Typ war und warum hat er sich in Ratten aufgelöst, als ich ihn betäubt habe. Ja, da ist eine Rune. So, aber ich denke mal, wir werden jetzt hier oben ein bisschen auf Betäubungsjagd gehen müssen. Warning, Blattfliegen. Was ist hier? Das ist bestimmt wieder nur das Ding da unten. Naja, ich muss die Rune in dem Shop unbedingt kaufen. Das nervt ja, dass man das hier die ganze Zeit unter die Nase gerieben bekommt. Hier gibt es ein interessantes Jump'n'Run. Ich frage mich, was sich an dessen Ende befindet. Sicherheitstafelstation. Ah, komm schon. Ich habe doch bestimmt noch Brandbolzen. Ist okay, die Brandbolzen sind ziemlich effektiv. Und tschüss. Warum benutzt die Wache nicht einfach Brandbolzen? Okay, der Wecker bringt mir nichts. Zack. Ah, der Wecker klingelt. Irgendwie riecht es hier nach Outsiderschrein. Irgendwas Getrocknetes wieder, toter Körper. So. Ich möchte nämlich gerne noch den Schlüssel und die Rune kaufen. Deswegen gucke ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen um. Gucken, was wir so finden. Eine einzelne Blutfliege scheint übrigens absolut null Gefahr darzustellen, weil sie nicht mal angreift. Wie weit kann ich hier nach unten gehen? Report all thefts. Oh, aber es sind noch keine Diebe. Wir doch nicht. Kann ich nicht das Tafelsilber klauen? Gibt's in diesem Laden nichts Wertvolles? Ah, doch. Ach, guck mal. Now we are talking. Globus. Ich kann wieder irgendwelche Schreibmaschinen benutzen. Das klang... seltsam. Warum ist jetzt hier offen? Beeindruckend, wie Sie das geschafft haben. Vorsicht, die Leute mit den Öltanks könnten noch da sein.
Die Leute mit den Öltanks. Kurz mal das Herz zur Hand nehmen. Welche Leute mit den Öltanks? Du wolltest Walöl. Ich hab's dir gebracht. War gar nicht mal so einfach. Nein, du hast vermasselt. Das läuft nicht ohne weiteren Tank. Nicht genug Wumms. Du musst mir dabei vertrauen. In Ordnung, in Ordnung. Ich kenne mich nicht aus mit Sprengstoff. Habe ich nie behauptet. Ich such dann später noch nach mehr. Gut, sowas muss langsam laufen. Man braucht eine ruhige Hand. Wir können auch nicht ewig herumhängen. Irgendwann sieht uns ein Wichser und die Heuler bekommen Wind davon. Aber alles klar. Noch ein Tank. Glaube, die darf mich nicht sehen. Ich brauche einen Walöltank. Schlüssel des Wohngebäudes. Ach, ich gehe mal davon aus, dass die da unten den Schlüssel haben. Komm zurück! Hm. Was ist hier los? Tschüss. Gib mir meine Münzen. Brief von Betty. Sarah, Dunwall geht vor die Hunde. Seit dem Staatsstreich ist alles anders. Niemand ist mehr sicher und Arbeit gibt's auch keine. Komm gefälligst zurück und hol deine Kinder ab. Hättest sie nicht so lange bei mir lassen dürfen. Hast mir nicht gesagt, wie krank und ungezogen sie sind. Du bist meine Schwester, du hast was gut bei mir. Aber im nächsten Monat gehe ich. Hab keine andere Wahl. Bin nicht ihre Mutter und sie wollen nicht auf mich hören. Ich kann's mir nicht leisten, sie noch weiter durchzufüttern. Mir bleibt nichts für Bier oder die Rente übrig. Und von dir kommt kein roter Heller. Suchst dein Glück in Karnaka. Pah, schönes Glück. Aber jetzt reicht es. Betty. Und ich brauche scheinbar noch einen Walöltank, damit das funktioniert. Schlüssel des Wohngebäudes, nice. Hi. Danke für den Tipp. Ihnen scheint es ziemlich gut zu gehen. Haben Sie eine Münze übrig? Also allein für den Tipp von eben schon. Vielen Dank dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben mir immer wieder Leute nach Walöl gesucht. Die hatten was vor. Okay. Ich habe in den Silberbergwerken gearbeitet, bis meine Lungen kaputt waren. Gerade haben alle das große Zittern. Hier könnte alles zu... Passen Sie auf. Die Garde mag Fremde überhaupt nicht. Danke auf jeden Fall. Du hast mir geholfen und mir noch einen Tipp gegeben. So. Hä? Bye bye. Also der Typ war mir eindeutig zu auffällig. Was zur Hölle? Dieser maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb verdaut gewesen sein. Überall Blut und so. Maskierter Mörder. Woher wissen die, dass er maskiert war? Den hat doch niemand gesehen. So, und hier soll irgendwas in der Nähe sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, guck mal. Nö. Nö. So öde. Kommt da vielleicht mal irgendjemand? Psst, du verrätst uns noch.
Wie lange wollen wir noch auf den verirrten Adligen lauern? So lang, wie es dauert. Du willst doch essen, was? Vielleicht doch kein guter Platz für einen Hinterhalt. Korrupte Wachen und noch mehr Blut. Da drüben sucht ich wette, hier finden. Ich krieg dich schon! Nur kurz. Nicht dein Zeit zu staunen. Die Penner sind in ihre eigene Falle gerannt. Na, großartig. Das lade ich nochmal. Ich meine, kann ich doch nichts für. Warum hat die sich umgedreht überhaupt? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles von vorne machen, aber ich habe keine Lust jetzt gehabt, mich mit denen. Das läuft nicht ohne weiteren Tank. Nicht genug Wumms. Du musst mir dabei vertrauen. In Ordnung, in Ordnung. Ich kenne mich nicht aus mit Sprengstoff. Habe ich nie behauptet. Ich suche dann später noch nach mehr. Gut, sowas muss langsam laufen. Man braucht eine ruhige Hand. Wir können auch nicht ewig hier rumhängen. Irgendwann sieht uns ein Wichser und die Heuler bekommen Wind davon. Aber alles klar, noch ein Tank. Oh. Irgendwas stinkt hier. Und diesmal bin ich's nicht. Ich bin's auch nicht. Wenn er das nochmal macht, wer ist da? Ich ihn an ein Blutfliegennest. So. Diesmal eine Sache weniger gebraucht. Du kannst auch hier liegen bleiben. Ja, ein Brief. So. Ei. Plündern. Boah, Walknochen nehme ich gerne mit. Und die komischen Wasserhähne, da bringen wir nichts. Ich möchte jetzt mal ganz kurz speichern und rausfinden, ob ich überhaupt noch einen Walöltank brauche. Spiel speichern. So. Ich schieße am besten mit einem Brandbolzen. Tatsache, es reicht nicht. Das wollte ich nur rausgefunden haben. Ansonsten suche ich mir jetzt hier gleich die ganze Zeit einen Wolf und ich brauch's gar nicht. Das wäre sehr ernüchternd. So, jetzt ist halt nur die Frage, wo kriege ich einen Walöltank her? Meine WTM ist mir ja nicht auf irgendeiner Karte verzeichnet. Warum habe ich den Schlüssel des Wohngebäudes nicht? Ah, weil der hier lag. So, Tür aufschließen, öffnen. Hier gebe ich 5 Münzen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben wir immer wieder... Danke. Passen Sie auf. Garde mag Fremde überhaupt nicht, ich weiß. Wofür ist dieser Gang? Naja, nicht für das, was ich denke. So. Folgendes. Ich will jetzt die Infrasicht. Und dann willst du erstmal pennen gehen, weil du siehst zu viel. 3, 2 und er knickt zusammen. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz hier Akkus tauschen. So. Maus, please. Danke. So, ich muss jetzt den da betäuben. Ah ja, stimmt hier. Das, was nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Verdammt. Warum dreht er sich plötzlich um? Du willst kämpfen? Ich will nicht kämpfen. Komm zurück! Weißt du was? Aha. Hi. Was? Komm her, du Pfeife! Ja, komm du doch her. Bist du fertig?
Oh nee, oder? Warum? Ich dachte, der Pfeil hat getroffen. Jetzt sterbe ich die ganze Zeit an so einer Kackstelle. Warum drehen die sich, während man schleicht, hinter ihnen um?